willkommen bei unserer Marylou Tasche. Die kommt mit 5 verschiedenen Videos, wo ich dir 5 verschiedene Verarbeitungsmethoden zeige. Ich würde dir empfehlen, erstmal das Begrüßungsvideo anzusehen, damit du weißt, welche Tasche für dich die richtige ist. Hier zeige ich dir, wie ich diese Tasche aus einem ganz schönen Elefantenstoff genäht habe. Und außerdem ist diese Tasche für Fortgeschrittene eine tolle Sache. Da kannst du mal eine ganz andere Arbeitsmethode kennenlernen. Die Verschlussklappe hat so ein Kontrastfutter. Das ist also wie immer, dass man sich was Schönes dazu noch sucht als Kontrast. Dann haben wir den Reißverschluss, der zurückgesetzt ist. Ich habe den Boden schön bezogen mit demselben Stoff wie im Obermaterial. Das sieht auch mal gut aus. Und dann habe ich außen noch eine Schleife drauf gesetzt. Wie man die näht, das gibt es dann auf der Projektseite dazu. Die kannst du natürlich auch auf eine andere Tasche setzen, ist klar. Und wir arbeiten diese Tasche von oben nach unten. Also, los geht's. Wir brauchen Volumenvlies. Dann brauchen wir außerdem ein richtig schönes Futter. Also nie beim Futter sparen und was Billiges kaufen. Und natürlich das tolle Obermaterial. Ein kleines Stöffchen für die Schleife vielleicht. Passendes Garn, Magnetverschluss und dann natürlich den Reißverschluss auch. Also finde ich immer schöner, diese magnetischen Verschlüsse als ein Knopfloch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Und wenn du alles zugeschnitten hast, dann solltest du 2-mal den unteren Teil der Tasche haben und natürlich auch 2-mal den oberen Teil der Tasche. Der Besatz für den Reißverschluss, den brauchst du 2-mal, dann die Verschlussklappe 2-mal. Und ich habe es außerdem aus Volumenvlies zugeschnitten und das Futter natürlich auch. Und dann haben wir wieder unser Baumwollfutter auch 2-mal und noch 2-mal den Besatz auch im Futter. Dann haben wir die Tragegurte 2-mal und noch ein bisschen Stoff, damit wir unseren Boden beziehen können. Der magnetische Verschluss wieder, Reißverschluss und wenn du magst, kannst du natürlich auch einen Knopf anbringen. Wir fangen jetzt an mit den Trägern. Und zwar erstmal bügeln zur Mitte und dann seitlich nochmal zur Mitte und dann aufeinander, so dass das richtig schön scharf ist, alle Kanten, dann ist das ganz leicht, das Ganze abzusteppen. Abgesteppt wird hier wieder mit einer Stichlänge von 3,5, also relativ lange Stiche. Das sieht immer besser aus und nicht zu Hause gebacken. Einmal rundherum. Dann werden die schön gebügelt. Und wir können uns daran machen, den Bezug für den Boden zu machen. Ich habe hier aber im Nachhinein dann doch ein Schnittmuster gemacht. Also die 2 langen, schmaleren Teile werden erstmal zusammengenäht. Lücke zum Wenden lassen natürlich und bis zum Ende nähen. Und wie gesagt, du hast natürlich richtige Schnittmuster. Da werden deine Teile ein bisschen ordentlicher aussehen als meine. Wer jetzt einen Bezug nähen möchte für eine andere Tasche, der kann diese Methode natürlich benutzen. Das wird dann rechts aufeinander gelegt und genäht. Wenn du dir selber so einen Schnitt machst, dann solltest du, damit es leichter hineingeht, 5 mm rundherum zeichnen und dann auf dieser Linie entlang nähen. Das ist dann ganz einfach. Aber natürlich, du brauchst es, wie gesagt, für meine Tasche jetzt nicht, weil ich dazu ein Schnittmuster gemacht habe. Also da ist wieder eine Zentimeter Nahtzugabe zu machen. Anschließend schneiden wir die Nahtzugaben natürlich zurück. Und auch nicht zu knapp zurückschneiden, damit das Ganze nicht ausfranst. Dann kannst du das schön drehen, wirklich die Kanten alle schön rausarbeiten und dann das Ganze bügeln. Jetzt muss ich noch meinen Boden da rein friemeln. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es geht rein, also die Lücke nicht zu klein machen. Und dann kann ich das von Hand gegennähen und dann ist der Boden auch schon fertig. Als nächstes machen wir jetzt unsere Verschlussklappe und zwar wird unser Vlies auf die linke Seite natürlich aufgenäht. Und dann muss ich mir markieren, wo kommt jetzt mein Magnet hin.
Und da habe ich mir schon zwei Linien gezeichnet. Natürlich ist das hier, mein Popper ist etwas schmaler, also mache ich dann nochmal zwei kleine Strichelchen, genau wo meine Füßchen sein müssen. Und alles wackelt hier mit, wenn ich das mache. Und kurz einschneiden und dann kann ich meinen Magnetpopper da durchstecken, das kleine Plättchen oben drauf setzen, Ärmchen auseinanderbiegen und dann ist das auch schon drin. Jetzt wird das rechts aufeinander gelegt und dann kann ich die ganze Sache rundherum absteppen. Ich habe direkt an meinem Volumenvlies entlang genäht. Das ist dann, wenn man das schwierig findet, so eine Rundung zu nähen mit der Nahtzugabe, dann ist das eine ganz einfache Sache. Dann wird das zurückgeschnitten, gedreht natürlich und wieder wunderschön flach gebügelt und dann hat man eine richtig tolle Verschlussklappe. Und jetzt kann ich das nochmal schön absteppen und ich nehme dazu einen Dreifachstich. Und wenn du den nimmst auf einer geraden Linie, dann ist es so, dass der Stoff von dem Füßchen fast weggedrückt wird. Also da musst du richtig dagegen halten mit deinen Fingern, damit das schön gerade bleibt. Also das ist gar nicht so einfach. Und dann sollte das schön aussehen, schön gleichmäßig. Jetzt können wir unseren Reißverschluss einbringen und der wird einfach zwischen die zwei Stofflagen gelegt. Und dann wird das so nah wie möglich an den Zähnen von dem Reißverschluss entlang genäht. Ich habe dafür natürlich mein Reißverschlussfüßchen genommen und außerdem meine Nadel so weit wie möglich nach links rüber gesetzt, damit das richtig schön nah an den Zähnchen liegt. Anschließend schön bügeln. Und dann hat man das also richtig wie ein Sandwich schon fertig und kann dann die andere Seite genauso machen. Natürlich das hier daran bemessen, wo der andere Anfang ist und es auch wieder in mittig da hinein legen und dann wird das auch wieder abgesteppt. Und da kannst du mal sehen, wie gut das ist, wenn der Reißverschluss ein bisschen länger ist, dann ist es nämlich wesentlich einfacher zu verarbeiten, ne? Und dann auch wieder bügeln. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal absteppen beidseitig. Und dabei nehme ich wieder ein ganz normales Füßchen. Und das Füßchen liegt also auf den Zähnen drauf. Daher ist das dann ganz einfach. Man kann das also hier an der Seite der Zähne liegen. Das ist jetzt mein Maß dabei. Und dann auf der anderen Seite muss ich meinen Reißverschluss etwas aufmachen und kann ein paar Stiche runternähen, den Reißverschluss wieder schließen und dann wie gehabt auf den Zähnen bis zum Ende nähen. Als nächstes schließen wir jetzt die Seitennaht, also auf beiden Seiten natürlich, Futter und Obermaterial, 1 cm Nahtzugabe wieder. Auf beiden Seiten. Und dann kannst du dir die auseinanderbügeln oder mit dem Finger einfach so auseinander bügeln und dann aufeinander legen, denn dann wird das Ganze hier wie eine Box natürlich verarbeitet und einmal rüber genäht. Das kennen wir natürlich schon von anderen Taschen. Das ist also wirklich die einfachste Methode, das richtig schön hinzukriegen. Also schön flach hier auflegen und dann einmal rüber nähen. Beidseitig natürlich. Und wenn du das gemacht hast, also auch mal vor und zurück hier, damit das richtig drinne sitzt, dann kannst du das Ganze zurückschneiden. Und ich habe das dann mit einem Zickzackstich versäubert, denn meine Kettlemaschine ist im Moment in der Aufbewahrung und auf dem Weg nach Los Angeles irgendwo. Vielleicht auf dem Ozean ist sie schon. So, jetzt werde ich das Ganze noch zusammennähen.
Und zwar ist es da wichtig, dass du das von der Futterseite machst, denn diese Bezugsstoffe, die werden das Ganze schieben. Ansonsten, dann sieht das nachher so aus, als hättest du viel, viel zu viel Stoff vom Obermaterial und es passt nicht aneinander. Also wirklich von der Innenseite nähen. Du kannst es hier auch sehen. Das sieht aus, als muss ich das einhalten, obwohl es dieselbe Länge hat. Also ganz wichtig, von innen nähen. Jetzt habe ich mein Volumenvlies auseinandergeschnitten dieses Mal, damit ich das getrennt aufbügeln kann. Und ich schneide das auch noch etwas zurück, damit ich kein Volumenvlies in meinen Nahtzugaben habe. Das möchte ich nicht, dass das nicht so dick wird. Dann kann ich jetzt das Ganze aufbügeln, oben und unten, und dann meine Seitennähte schließen. Wieder mit einem Zentimeter. Unten offen lassen, also das wird diesmal nicht geschlossen. Ein Zentimeter Nahtzugabe und dasselbe natürlich auch mit dem oberen Teil. Dann werden die Nahtzugaben gleich schön auseinander gebügelt. Und jetzt nochmal die Nähte auseinanderbügeln und dann werden wir von außen das Ganze absteppen und zwar auf dem oberen und dem unteren Teil der Tasche. Also wieder anlegen und sich einen Fixpunkt suchen auf dem Füßchen. Bei mir ist es da, wo das Plastik nicht mehr durchsichtig ist. Da fängt das Metall an und das ist immer so ein ganz guter Abstand zum Nähen. Und auch hier wieder Nadel runter, einfach den Stoff drehen und dann auf der anderen Seite zurücknähen. Dann hat man nicht so viele Fäden hängen. Es sei denn, man hat so eine tolle Maschine vom Fach, die das alles abschneidet, dann kann man das natürlich. Und dasselbe jetzt nochmal machen, natürlich für den unteren Teil der Tasche. Dann können wir unsere Träger oder Handgriffe anbringen, also wirklich eine Nadel auf jeder Seite von dem Griff, damit der nicht sich verschieben kann. Das passiert ganz einfach. Und dann sieht es dann anschließend so aus. Und das ist dann nicht besonders. Also wirklich gerade anstecken. Du hast ja diese Schnipse, die da im Schnittmuster angegeben waren. Und genau in die Mitte passt dann natürlich deine Klappe. Du kannst auch die Klappe zuerst anstecken und deine Träger dann daneben stecken. Also das passt hundertprozentig. Dann würde ich dir empfehlen, das Ganze jetzt anzunähen, damit das nicht sich verschieben kann. Also das ist immer besser, als da x Nadeln im Stoff stecken zu haben. Das macht sich nicht immer so gut. Manchmal kann man das natürlich machen, aber in diesem Fall eben nicht. Und dann nähen wir das Futter auch zusammen, Seitennähte und dann bügeln und unten offen lassen. Ein Zentimeter Nahtzugabe wieder. Es ist immer ein Zentimeter Nahtzugabe. Und die ist immer enthalten im Schnittmuster. So, jetzt wird links auf links das in den oberen Teil der Tasche reingesteckt, also Naht auf Naht. Und da stecke ich das jetzt mit vertikalen Nadeln, damit ich gleich die nächste Lage drüber stecken kann, damit das nicht nochmal genäht werden muss, kann man natürlich auch. Und dann steckt man seinen Besatz drüber, diesmal natürlich rechts auf rechts. Und dann kannst du das Ganze einmal rundherum stecken und dann wird es angenäht. Und zwar ist das ja alles offen und ich habe auch nicht mein Tragegurt und die Verschlussklappe hier im Weg. Also ich finde das ganz schön, zuerst das oben fertig zu nähen. Also wer jetzt nicht ein blutiger Anfänger ist, der wird sagen, oh Mensch, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist klar, das ist viel einfacher dann und leichter. Aber es ist einfach ein bisschen
Etwas, wo man nicht unbedingt das versteht, was man gerade macht, wenn man ein Anfänger ist. Und deshalb ist das nicht unbedingt eine Anfängermethode. Aber wer jetzt ein bisschen nähen kann, für den ist das natürlich eine schöne Sache. Dann wird das Ganze nach außen gerollt natürlich. Dann musst du das schön bügeln natürlich. Und dann kannst du die ganze Sache füßchenbreit absteppen. Und dann haben wir hier einen richtig tollen Abschluss obendran. Wer jetzt das sehen muss, wie das abgesteppt wird, sollte sich eine andere Tasche angucken. Hier geht es ein bisschen fixer zu. So, jetzt stecke ich den unteren Teil der Tasche einfach da drauf. Also wieder rechts auf rechts und stecke das Obermaterial aneinander. Und dann wird das auch wieder einfach auf die Nähmaschine gesteckt und rundherum angenäht. Auch mal darauf achten, dass die Nahtzugaben sich nicht umfalten hier. Und dann ist das wie so ein kleines Röckchen. Das machen wir jetzt hier raus und dann wird die Nahtzugabe nach unten gebügelt und dann kann ich das nochmals absteppen, auch wieder mit der Stichlänge 3,5 und dann habe ich hier ein richtig tolles abgestepptes Täschchen. Jetzt finde ich meine Mitte, damit ich den anderen Druckknopf hier annähen kann und also da muss ich mir das markieren, wo die Füßchen hinkommen. Und dann wird das Ganze eingeschnipst, einmal durch alle Lagen durch. Und ich kann meinen magnetischen Verschluss da von rechts durchstecken, das kleine Plättchen wieder raufsetzen, Ärmchen auseinanderdrücken und dann ist der Verschluss drin. Das ist so eine einfache Sache. Ich habe da immer eine ganze Tüte von diesen Verschlüssen liegen. Dann sind die auch billiger, kannst du dir irgendwo bestellen aus Thailand oder China und dann ist das so billig. Jetzt nähe ich noch die Schleife an, die darfst du natürlich nicht durchs Futter durchnähen, sondern die muss nur außen angebracht sein, also schön anlehnen, also wirklich oft durch und durch die ganzen Lagen durch, damit das auch hält. Und jetzt können wir unser Futter zusammennähen. Also erstmal unten eine Lücke lassen, rüber steppen natürlich, Lücke. Und hier ist es auch schon fertig, kannst du das dann sehen. Da kann ich meine Hand gerade so durchstecken. Dann nähe ich noch meine Ecken aufeinander, damit ich meine schöne Kastenform habe. Wieder darauf achten, dass es schön glatt alles ist. Sich Zeit nehmen. Und jetzt ist das fertig, kann ich das Ganze drehen und dann dasselbe nochmal machen mit meinem Obermaterial, aber da lasse ich natürlich keine Wendelücke und ich mache meine Ecken dann ganz genau so. Jetzt ist es fertig und ich kann meine Tasche insgesamt wenden und dann nähe ich die Lücke noch dicht, ganz knapp an der Kante. Dann musst du nur noch dein Futter wieder einstecken, deinen Boden einlegen und die Tasche ist fertig. Es gibt jetzt ja auch eine deutsche Website für Frogs and Frolics und die heißt frogsandfrolicsdeutsch.com, also ganz einfallsreich und da kannst du sehen, wie auch die anderen Taschen genäht werden. Es gibt ja noch vier und Anregungen für Stoffe etc. Und natürlich auch die Einführung. Die würde ich mir auf jeden Fall angucken, bevor du hier anfängst zu nähen. Und hier sind so ein paar kleine Clips eingeblendet. Also vielen Dank, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!